Als die ersten Sonnenstrahlen durch das Dachfenster des Herbergszimmers in das Gesicht des noch schlafenden Ritters fielen, schien das eine Art Startsignal für den Hahn gewesen zu sein, der auf seinem Misthaufen nun so laut vor sich hin krakeelte, dass Leovins Kopfschmerz gar nicht so sehr auffiel. Dieses Zwergen-Ale war wirklich gut gewesen. Und Mann, konnte diese Wirtsfrau kochen. Mit einem lauten Gähnen schwang er sich aus dem Bett. Dieses Dorf hatte ja nach nichts ausgesehen, aber bewirtet hatten sie ihn gut. Zu gut. An die letzten Teile des gestrigen Abends konnte er sich nur schemenhaft erinnern. Irgendwie hatte er eine Gruppe Halbstarker zurechtweisen müssen, weil sie ein Pärchen herumgeschubst hatten. Und da war dann noch so eine naseweise Zwergin gewesen, die ihm immer neue Fragen gestellt hatte, so dass er sich eine hanebüchende Geschichte nach der anderen hätte ausdenken müssen, um sie ruhig zu stellen. Aber die Bürger hier waren gutgläubig genug gewesen, um ihm jedes Wort zu glauben. Und er hatte nicht einmal einen Heller für die Übernachtung und Verpflegung ausgeben müssen. Perfekt. Er kleidete sich an und raffte sein Gepäck zusammen. Lange konnte er hier nicht mehr bleiben. Es würde verdächtig werden, wenn er sich zu lange an diesem Ort aufhielt, und irgendwann hätte er sicher zahlen müssen. Schnellen Schrittes führte ihn sein Weg in die kleine Scheune, wo der Wirt Hippolyta untergebracht hatte. Das Pferd war gut versorgt worden. Es begrüßte ihn mit einem kräftigen Schnauben. Ich weiß, Hippolyta, die Menschen hier sind gut zu uns. Daher müssen wir heute schnell aufbrechen. Jetzt schau mich nicht so an. Das ist halt unser Leben. So, ich werde dem Wirt noch ein Frühstück und vielleicht etwas Wegzehrung aus den Rippen leiern. Dann brechen wir auf. Wenn wir schnell sind, erreichen wir noch heute Nacht den großen Fluss. Auch Aurea wurde vom Licht der Praios-Scheibe geweckt und streckte sich. Dann wurde ihr bewusst, dass sie nicht in ihrem Bett lag. Sie schreckte hoch und sah sich um in ihrer ungewohnten Umgebung. Als das Schnattern der Gänse an ihr Ohr drang, fiel es ihr wieder ein. Nicht lange, nachdem er die Geschichte erzählt hatte, warum er ohne Gefolgschaft reiste, hatte sich Leovin von Elsternberge zu Bett begeben und die Menge hatte sich zerstreut. Am Ende waren nur noch Aurea, Vanya und Ektor in der Gaststube gesessen, und besonders Aurea hatte keine Anstalten gemacht, nach Hause zu gehen. Sie hatte nicht gewollt. Und vielleicht wären die Abgesandten der Sippe ihres Zukünftigen ja schon früher angekommen. Ektor war dann so freundlich gewesen, ihr anzubieten, dass sie doch auf dem Heuboden des Travia-Tempels schlafen könne. Dass dies mit Sicherheit ganz im Sinne der Göttin sei und dass Padras auch nichts dagegen hätte. Sollte er es überhaupt bemerken. Vor der Taverne hatten sie sich von Vanya verabschiedet und sich für ein gemeinsames Frühstück am nächsten Morgen verabredet, um zu besprechen, was nun zu tun wäre. Aurea war inzwischen wild entschlossen, sich dem Ritter anzuschließen. Sie sollte sich wohl besser beeilen, hatte sie doch ganz vergessen zu fragen, wann er denn weiterziehen wollte. Hastig erhob sie sich und streifte sich das Heu vom Rock, als sich das Rufen eines Uhus unter das Gänseschnattern mischte. Das kam ihr wohl bekannt vor. Sie streckte den Kopf zur Luke hinaus und konnte den alten Uhu sehen, der bei Vanya und ihrer Großmutter wohnte. Vanya ist heute aber schon früh unterwegs. Sie kletterte die Leiter hinunter und machte sich auf den Weg zu Ektors Zimmer, um ihn zu wecken. Ektor, aufstehen! Komm schon, du Schlafmütze, es gibt viel zu tun. Vanya scheint auch schon hier zu sein. Komm, komm! Ektor war gerade noch in seinem Traum gewesen, wo er mit einer schwarzhaarigen Maid durch die Gänseherde schritt, als er stolperte. Nein, halt. Etwas traf ihn. Nein, auch nicht. Er wurde gerüttelt. Schlaftrunken rieb er sich die Augen. Vanya, ich bin kitzlig.
Blinzelnd schlug er die Augen auf und erschrak im ersten Moment, als er die Zwergin vor sich sah. Dann aber fiel es ihm wieder ein. Du bist es, Aurea. Wie spät ist es denn und was ist mit Vanya? Du hast wohl jemand anderen erwartet. Tut mir sehr leid, dich da enttäuschen zu müssen. Aber vielleicht geht dein Wunsch, Vanya zu sehen, ja bald in Erfüllung. Ich habe den alten Uhu rufen gehört. Du weißt schon, der bei Vanya und ihrer Großmutter lebt. Von daher denke ich, dass sie schon hier ist. Ach was. Ich meinte nur, also ich dachte vielleicht, der Uhu? Ja gut, dann sollte ich mich mal anziehen und frisch machen. Na dann, jetzt scheinst du ja wach genug zu sein, damit du nicht gleich wieder einschläfst. Wir treffen uns unten im Hof. Ich schau mal, ob ich Vanya finde. Vergiss nicht, dich zu kämmen. Mit einem Augenzwinkern verschwand sie aus Ektors Blickfeld. Er brummelte vor sich hin, stand dann auf, als die Zwergin ihn verlassen hatte, reckte und streckte sich noch einmal richtig und wusch sich dann an der Waschschüssel. Dann zog er seine Robe an, strich diese glatt und wollte schon loslegen, als Aureas Worte ihm wieder einfielen. Er kämmte sich doch immer. Aber wenn Vanya jetzt unten wartete? Also, er beugte sich über die Waschschüssel und kämmte sich noch einmal, sehr ausgiebig, die Haare und bewunderte dann schmunzelnd seinen dichter werdenden Bartflaum. Irgendwann würde das ein richtig dichter Bart sein. Gut gelaunt verließ Ektor das Zimmer und hielt nach seinen Freunden Ausschau. Aurea hatte ihre Freundin bei den Gänsen gesucht, sie aber nicht gefunden, und auch sonst konnte sie keine Spur von ihr entdecken. Der Uhu saß auf der Bank unter dem Apfelbaum und blinzelte sie mit großen Augen an. Na du, wo hast du denn Vanya gelassen? Ektor brauchte nicht lange, um die Zwergin zu finden. Und auch den großen Uhu sah er recht bald. Hallo ihr zwei. Wo ist denn Vanya? Ich verstehe die Sprache der Tiere leider nicht, mein Freund. Ektor, kannst du etwas damit anfangen? Ich komme ganz gut mit Gänsen zurecht, Aurea. Aber ich glaube, noch nicht mal ein junger Firuns versteht die Sprache der Tiere wirklich. Was bist du denn so aufgeregt? Der Uhu begann aufgeregt auf und ab zu springen, als Patras plötzlich den Innenhof betrat. Guten Morgen, Vater Patras. Habt ihr Vanya gesehen? Wir dachten, sie wäre schon hier, wegen dem Uhu. Ah, guten Morgen. Möge Prajos Antlitz euch heute nur lächelnd ansehen, ihr beide. Patras schien sehr gut gelaunt zu sein. Er trat zu den beiden Freunden und lächelte den Uhu an. Na du, willst wohl hier nach dem Rechten schauen, was? Na los, flieg heim. Es ist doch bestimmt eine lange Nacht gewesen, oder? Ja, ja, fein. Er tätschelte den Vogel, was dieser sichtlich zu genießen schien, und sich dann in Patras Hand schmiegte. Vanya, so? Ja, wenn ihr nicht wisst, wo sie ist. Ich hab sie nicht gesehen, seit wir gestern diese hervorragende Unterhaltung hatten. Ich hoffe doch, sie kommt in nächster Zeit uns öfter besuchen. Ein geradezu beschwörender und zugleich fragender Blick traf Ektor. Aber was machst du denn hier so früh schon, Aurea? Ich hatte gestern eine Unstimmigkeit mit meinen Eltern und Angst davor, nach Hause zu gehen. Deshalb habe ich hier auf dem Heuboden übernachtet. Eine Unstimmigkeit? Na, kleine Aurea, wenn du nicht zu Hause schlafen magst, dann ist das wohl doch etwas mehr als nur eine Unstimmigkeit. Was ist denn vorgefallen? Magst du es mir sagen? Vater Patras, sie hat schon mit mir darüber gesprochen. Ah, ich verstehe schon. Ja, ja. Manchmal begreift die Jugend eben die Probleme der Jugend besser. Ja. Ha.
Hector, ich hätte dir nicht zugetraut, dass du schon so weit bist, dass sich die Leute von sich aus eher an dich mit ihren Problemen wenden als an mich. Ich danke der Herrin Travia für so einen guten Jungen. Wenn du so weitermachst, wird aus dir mal ein außerordentlicher Geweihter. Ja, ja. So, ich fühle mich heute so gut, dass ich selbst die Schweine füttere. Vielleicht hilfst du derweil Aurea weiter bei ihren Unstimmigkeiten. Mit einem Zwinkern wandte sich Patras um und verschwand hinter dem Verschlag, wo es zu den Schweinen ging. Mit hochgezogenen Augenbrauen schaute Aurea Patras hinterher. Er wirkte auf einmal viel jünger als am Tag zuvor. Bilde ich mir das nur ein oder hat sich Vater Patras verändert? Manchmal hat er das. Und vielen Dank, dass du mich davor bewahrt hast, von dem Streit zu erzählen. Gern geschehen. Wie Patras schon sagte, ich sollte so langsam Verantwortung für meine Herde übernehmen. Und für meine Freunde bin ich immer da. Es wirkt so, als würdest du erwachsen werden. Zumindest fängst du an, so zu denken. Hector lächelte und Aurea erwiderte sein Lächeln. Er würde sich des Amtes mit Sicherheit als würdig erweisen. Auf einmal drangen aber Stimmen an ihr Ohr, die sie nur zu gut kannte. Aurea! Wo bist du, Kleines? Aurea! Oh nein! Meine Eltern! Was mache ich denn jetzt nur? Und von einem Augenblick auf den anderen war die Stimmung gekippt. Gerade noch musste Hector aufgrund von Aureas Worten breit lächeln, als sie beide auch schon der Stimmen gewahr wurden und Panik in ihm aufkam. Was sollten sie jetzt tun? Hektisch blickte Hector sich um und versuchte, seine Gedanken zu fokussieren. Aurea, schnell, versteck dich im Heu. Da drüben, da wollte ich noch zusammenfegen. Sie warf Hector einen dankbaren Blick zu und krabbelte so tief es ging in den Heuhaufen. Hoffentlich schaffte er es, ihre Eltern wegzuschicken. Er hatte jetzt nicht gerade ein Talent fürs Lügen. Bitte, Herrin Travia. Ich weiß, dass der Travia-Bund etwas Heiliges und ein Grund zum Feiern ist. Aber hab Nachsicht mit mir, dass ich diesen lieber aus Zuneigung und Aufrichtigkeit schließen will, denn aus praktischen Erwägungen. Hector blickte seiner Freundin nach, wartete, bis sie verschwunden war, und ging dann direkt zum Heuhaufen hinüber, um noch etwas mehr Heu zu verteilen. Nahm sich dann eine Forke und fing gemächlich an zu fegen. Dabei betete er, ohne zu ahnen, dass Aurea dasselbe tat. Gütige Mutter Travia, ich weiß, eine Lüge kann so viel zerstören und sie bringt nie einen Nutzen. Aber ich hoffe, dass du mir an dieser Stelle vergeben kannst. Ich möchte einer Freundin damit helfen. Ja, ich verhindere damit womöglich eine Ehe. Aber diese würde ja auch nicht vor dir geschlossen und nicht aus freien Stücken. Und gerade der letzte Punkt ist dir so wichtig. Aurea wird dir Glück finden. Und dann werde ich dafür sorgen, dass diese Ehe in deinem Namen geschlossen wird. Das verspreche ich, Herrin Travia. Es dauerte noch einige Augenblicke, bis Hector die beiden Zwerge vor dem Hofeingang sehen konnte. Vorsichtig lugte Narescha um die Ecke. Hector sah ihren sorgenvollen Blick und die von Tränen aufgeweichten Wangen. Hinter ihr drückte sich allmählich Aureas Vater Borum an ihr vorbei in den Hof. Auch auf seinem Gesicht konnte Hector ernsthafte Sorge lesen. Als sie Hector erkannten, beschleunigten sie ihren Gang. Hector! Sie stockte einen Augenblick, als sie sich gewahr wurde, dass sie nun den Tempel betreten hatte. Sie machte einen Knicks zur Tempelhalle mit dem Allerheiligsten und sprach dann weiter. Hector, verzeih, wenn wir dich bei der Arbeit stören, aber hast du Aurea gesehen? Sie ist gestern nicht heimgekommen und wir fürchten, ihr ist etwas Schlimmes passiert. Das hat sie noch nie gemacht. Oh, bei Angro, Travia, hoffentlich ist dir nichts passiert. Man sah der Zwergin an, dass sie sich schwer tat mit den religiösen Gepflogenheiten in einem Travia-Heiligtum. Sie und Borum waren so gut wie nie bei den Travia-Diensten gewesen. Einer der Gründe, warum die Dorfbewohner sie zunächst gemieden hatten. Patras hatte einmal ein sehr langes Gespräch mit ihnen geführt
und Hector danach erzählt, dass die zwergische Lebensweise zu sehr von Glauben an Angrosch geprägt war. Seitdem hatte Patras sich bemüht, Angroschim gefällige Teile in seine Liturgie einzubauen. Und tatsächlich waren die Zwerge ein paar Mal erschienen. Sie bemühten sich, doch man merkte ihnen die Fremdheit immer noch sehr an. Hast du irgendetwas von ihr gehört oder gesehen, Hector? Es heißt, man hat sie gestern mit dir zusammen gesehen in der Taverne. Stimmt das? Ist sie vielleicht hier? Wenn Borum sprach, klang es etwas rauer. Er schien sich nicht so sehr um die Gepflogenheiten zu kümmern. Dennoch merkte man ihm einen leicht zittrigen Unterton in seiner Stimme an. Er bemühte sich wohl ruhig und bestimmt zu wirken, aber Hector hatte ihn noch nie so aufgewühlt erlebt. Suchend blickten beide Zwerge sich im Hof um, und Hector fragte sich, ob die Geschichten stimmten, nach denen Zwerge Verstecktes instinktiv aufspüren konnten. In Hectors Hals begann sich ein großer Klumpen zu bilden. Die ganze Sache war einfach nicht gerecht. Auf der einen Seite gab es da Aurea, die einfach nicht verheiratet werden wollte und auf ihrem Recht bestehen wollte, selbst einen Bräutigam zu wählen. Und auf der anderen Seite besorgte und kummervolle Eltern, die gerade einfach nur ihre Tochter finden wollten. Er kannte Aurea sehr gut und wusste, dass sie nicht so verzweifelt gewesen wäre, wenn man ihre Eltern hätte umstimmen können. Und er kannte auch Borum und Naresha. Die beiden waren sehr stur und versuchten, ihre Traditionen zu wahren und dennoch irgendwie Anschluss an die Gemeinschaft zu finden. Das war zu verrückt werden. Was auch immer er nun sagen würde, mochte viel Veränderung nach sich ziehen. Travi hat zum Gruße. Ja, wir waren gestern in der Taverne und haben den Geschichten des Ritters gelauscht. Sie war sehr traurig, als ich sie traf. Aber während der Zeit im Gasthaus schien es ihr besser zu gehen. Sie meinte nur, sie müsse über einiges nachdenken. Und das war es auch. Heute habe ich sie noch nicht gesehen. Er konnte ihnen nicht direkt in die Augen sehen und konzentrierte sich auf etwas hinter ihnen, ohne dass es zu seltsam gewesen wäre. Sie hätte aber zumindest eine Nachricht hinterlassen können. Euch beide so zu erschrecken, ziemt sich nun wirklich nicht. Also hast du sie gestern Abend noch wohl aufgesehen? Hörst du, Borum? Ihr geht es gut. Aber warum ist sie nicht nach Hause gekommen? Mit wem wart ihr zusammen gestern, Hector? Wen könnten wir da noch befragen? Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Bitte, Hector, du musst uns helfen, sie zu finden. Ja, wir haben von Feengunde gehört, dass es eine Auseinandersetzung gab in der Taverne. Wir haben schon mit diesem Andrik gesprochen, aber er konnte uns auch nichts sagen. Ich vertraue dem Jungen nicht. Er wirkte so, als würde er etwas verbergen. Ja, und er und Aurea haben sich noch nie leiden können. Seine Familie würde uns am liebsten gestern statt heute aus der Stadt haben wollen. Ich bin mir sicher, er hat etwas mit Aureas Verschwinden zu schaffen. Beruhige dich, Borum. Wir wissen solche Dinge nicht. Und nur weil er uns nicht mag, heißt es nicht, dass er unserer Tochter was getan hat, oder? Wenn doch, dann gnaden ihm seine Ahnen, zu denen ich ihn eigenhändig schicken werde, bei Angrosch! Für einen kleinen Augenblick hatte Hector das Gefühl, als würde ein kleines, finsteres Wesen auf seiner Schulter sitzen. Und dieses gab ihm Bilder ein von einem Borum, der einem Andrik den Hintern versohlte. Dann aber schämte er sich augenblicklich für diese Gedanken. So sehr er Andrik auch verabscheute, er glaubte fest daran, dass die Gemeinen ihre Strafe früher oder später durch die Götterhand erhalten würden. Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder an die besorgten Eltern. Andrik ist nicht so dumm, um wirklich gegen euch oder Aurea vorzugehen. Er ist ein Großmaul, aber mehr eben auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Aurea in der Wildnis unterwegs ist und sich vielleicht irgendwo einen Unterschlupf gesucht hat, um nachzudenken. Es sieht ihr nicht ähnlich, da gebe ich euch recht. Aber ich habe sie auch noch nie so erschüttert erlebt wie gestern. Habt noch ein wenig Geduld. Ich spüre es tief in meinem Herzen,
dass ihr nichts zugestoßen ist und es ihr gut geht. Vertraut mir. Danke dir, Hector, für die aufmunternden Worte. Das bedeutet mir sehr viel, sie aus deinem Mund zu hören. Du hast ein gutes Herz. Möge Angrosch dich schützen. Sie berührte Hector mit der flachen Hand auf der Brust und verneigte sich dann, bevor sie sich zum Gehen wandte. Wir werden dann mal im Wald suchen gehen. Komm, Borum. Die Zwergin zog ihren Gatten, der irgendetwas Zwergisches in seinen Bart murmelte, durch die Pforte. Du kannst doch nicht dem Travia-Geweihten einen Angorsch-Segen geben. Warum denn nicht? Hector hatte gelächelt, als Narescha ihn berührte. Die Geste war schön, und er verstand ja, was sie damit sagen wollte. Als sie außer Sicht waren, hatte er aber plötzlich das Gefühl, nicht mehr stehen zu können. Ihm wurde regelrecht schwindlig und etwas übel. Sie sind weg. Er stützte sich auf die Forke und ließ sich dann an der Wand zu Boden sinken. Hector fühlte sich elend und regelrecht beschmutzt. Er hatte gelogen. In einem Tempel. Das Schnattern der Gänse im Hof klang für ihn jetzt ziemlich anklagend. Vorsichtig lugte Aurea aus dem Heu hervor. Als sie davon überzeugt war, dass die Luft rein war, krabbelte sie daraus hervor und setzte sich neben Hector. Vielen Dank. Ich weiß, dass ich viel von dir verlangt habe und ich verspreche dir, dass du das nie wieder tun musst. Ich warte noch, bis Vanya da ist, um mich von ihr zu verabschieden. Und dann gehe ich zur Taverne und schließe mich Leovin an. Gut, dass er gestern nicht erzählt hat, wohin er als nächstes will. So musst du nicht lügen, wenn meine Eltern dich nochmal fragen sollten, wo ich hin bin. Ich werde zu deiner Göttin beten, dass sie dir verzeiht. Es war meine Schuld, dass du hier im Tempel lügen musstest. Hector blickte seine Freundin an und lächelte leicht. Er fragte sich, ob so etwas zu den wirklichen Prüfungen eines Geweihten gehörte. Es gab mehr als richtig und falsch. Das wusste Hector durchaus, aber heute war ihm eine wertvolle Lektion zuteil geworden. Er war bereit gewesen, für seine Freunde zu lügen und die Regeln zu brechen. Ob Travia so eine Treue mehr schätzte als Pflichteifer, wusste er aber nicht wirklich zu sagen. Danke dir. Deine Eltern lieben dich sehr, Aurea. Ich hoffe wirklich, dass dies hier alles keinen Schatten wirft, den man nicht mehr erhellen kann. Aber ich stehe dir bei. Komme, was da wolle. Daran zweifle ich nicht. Und ich bin mir sicher, dass sie nur Gutes im Sinn haben. Aber ich würde nicht glücklich werden. Ich hoffe sehr, dass es kein Bruch für immer sein wird, wenn ich jetzt gehe. Ich liebe sie nämlich auch. Meinst du, ich sollte ihnen eine Nachricht hinterlassen? Das musst du sogar. Schreib hinein, was immer du für richtig und angemessen hältst. Und lass ihnen den Brief dann zukommen. Dann mache ich das am besten jetzt gleich, solange wir auf Vanya warten. Hast du Schreibsachen in deinem Zimmer? Hab ich, ja. Sollte alles da sein. Ich werde mich dann noch etwas um die Arbeit kümmern, bis dann Vanya eintrifft. Als Vanyas Kopf verschlafen hochschreckte, war es später, als sie es sonst gewohnt war. Sie konnte die Vögel schon draußen zwitschern hören. Die dunklen Ringe unter den Augen schienen sich heute besonders tief in ihr eingefallenes Gesicht zu graben. Geschlafen hatte sie kaum. Immer wieder war sie die Ereignisse des Abends vor ihrem geistigen Auge durchgegangen. Der kleine Streit mit Hector, die Geschichten des Ritters, und die Sache mit Andrik. Immer wieder hatte sie in der Dunkelheit auf ihre Hände gestarrt, die sich jetzt wieder völlig normal anfühlten. Was war das gewesen? Was hatte sie getan? Denn dass sie etwas getan hatte, stand für sie vollkommen außer Zweifel. Irgendwann schien sie über dieses Grübeln eingenickt zu sein, so dass sie sich nicht wie sonst schon vor dem ersten Morgengrauen auf die Beine geschwungen hatte. Müde setzte sie sich auf und tastete mit den nackten Füßen nach den Stiefeln. Da
Dabei versuchte sie sich so wenig wie möglich in ihrem Zimmer umzusehen. Es war das alte Schlafzimmer ihrer Eltern. Früher hatte sie zusammen mit ihrer Großmutter in einem Zimmer geschlafen, aber nach dem Tod ihrer Eltern hatte das Zimmer leer gestanden. In den ersten Wochen nach ihrem Tod war es ihr ein Trost gewesen, mit dem Duft ihrer Eltern in der Nase einzuschlafen. Aber genau wie der Geruch war der Trost verflogen, und mittlerweile empfand sie dieses Zimmer nur noch als erdrückend. So wie fast alles in diesem Haus. Je mehr sie mit den Jahren in die Kleider ihrer Mutter hineingewachsen war, umso enger zog sich ein unsichtbarer Gürtel um ihre Brust. Alles, einfach alles erinnerte sie daran, dass sie sich nicht mehr an die Stimme ihrer Mutter oder das Lachen ihres Vaters erinnern konnte. Jeder hier im Dorf schien ein besseres Bild von ihnen zu haben als sie. Und wenn die Leute ihr sagten, sie sehe ihrer Mutter immer ähnlicher, auch wenn sie die Augen ihrer Großmutter hatte, spürte sie immer deutlicher, dass sie hier weg musste. Weg von den immer gleichen Leuten, die immer die gleichen Tage verlebten, weg von dem Tempel, der ihre Eltern nicht hatte beschützen können, irgendwohin, wo man es vielleicht gekonnt hätte. Dere war groß, und in einer großen Stadt wie zum Beispiel Gareth wären ihre Eltern mit Sicherheit nicht so früh von Golgari geholt worden. Seit Jahren trug sie nun schon diese Gedanken mit sich herum und ertappte sich nun dabei, wie die Seite, die für ein Bleiben in diesem Dorf sprach, immer schwächer wurde. Wenn sie ehrlich zu sich war, hatte es nur an einem Auslöser gefehlt. Und seit sie die Elstern gesehen hatte und jetzt von dem Ritter wusste, spürte sie ein Drängen wie nie zuvor in ihrem Leben. Es war, als würde Arvis höchst selbst ihr zurufen. Wenn sie jetzt nicht ginge, würde sie es nie tun. Vanya streifte sich ein altes, ausgeblichenes Kleid ihrer Mutter über, schlüpfte in Strümpfe und Schuhe und machte sich auf den Weg in die Küche. Sie konnte bereits das Knistern des Feuers hören und das leise Werkeln von jemandem, der Schalen auf dem Holztisch abstellte. Dass sie verschlief, war eine Seltenheit. Vanya betrat den warmen Wohnraum, durchquerte ihn rasch, um sich draußen am Regenfass das Gesicht zu waschen, und kam dann wieder hinein, um mit ihrer Großmutter zu frühstücken. Dabei nahm sie aus dem Augenwinkel ein kleines Bündel wahr, welches in der Ecke der Küche stand. Ihrer Großmutter würde es wahrscheinlich gut gehen, wenn sie ging. Das kleine Geld, das sie verdienten, würde dann nicht mehr durch zwei geteilt werden müssen. Und außerdem gab es noch den Tempel. Tatsächlich vermutete Vanya, dass ihre Großmutter den Tempel deswegen so selten aufgesucht hatte, weil sie selbst ihn mied. Du siehst aus, als hättest du eine umtriebige Nacht gehabt. Großmutter Corvoras scharfe Augen glitten über das Gesicht ihrer Enkelin, als sie ihr eine dampfende Schüssel Haferschleim hinüberschob. Was beschäftigt dich so sehr? Ertappt senkte Vanya den Blick auf ihr Frühstück und griff nach dem Löffel. Wie sollte sie das nur angehen? Auf der Suche nach einem guten Anhaltspunkt ließ sie ihre Augen durch die Küche wandern. Wo ist Rohel? Der alte Uhu saß nicht wie sonst auf seinem Querbalken in der Küche. Das war äußerst ungewöhnlich. Sonst war er immer in der Nähe ihrer Großmutter zu finden. Er hat seinen eigenen Sturkopf manchmal, und heute Morgen hat er ein Auge auf jemand Besonderen für mich. Gestern war ein interessanter Tag. Ich habe mich seit langer Zeit das erste Mal ganz offen und ehrlich mit einem alten Freund unterhalten, von dem ich dachte, ich hätte seine Freundschaft lange verloren. Es war sehr schön, Vanya. Es ist gut zu wissen, dass andere für einen da sind. Aber es erscheint mir, dass ich darüber etwas anderes, Großes, das im Dorf passiert ist, völlig übersehen habe. Alle waren so aufgeregt. Weißt du etwas darüber?
Oh ja, es ist ein Ritter in unser Dorf gekommen. Ein richtiger Ritter. Ich hatte am Morgen ein Zeichen im Wald gesehen. 11 Elstern. Und rate, was auf seinem Wappen zu sehen ist. 11 Elstern. Er ist aus Gareth bis hierher in unser Dorf geritten und... Aurea wird ihn vermutlich begleiten, wenn er wieder geht. Die junge Zwergin? Warum sollte ein Zwerg etwas tun, das ihn von seinem Gebirge weglockt? Großmutter! Du weißt, Aurea ist nicht so. Und in die Berge wird sie wohl eine Zeit nicht mehr zurückkehren. Sie soll verheiratet werden. So, so. Nun, wer kann es ihr da verdenken, dass sie sich ein paar Flügel wünscht? Großmutter, ich... Du hast endlich einen Grund gefunden, dich auf deine Reise zu begeben? Ich... Nein, also... Woher weißt du davon? Kind, ich mag viel älter sein als du, aber ich sehe mehr, als es den Anschein hat. Nicht nur die Vögel erzählen dir ihre Geschichten, auch die Menschen tun es. Vor allem mit dem, was sie dir nicht erzählen. Merk dir das gut für deine Reise. Ich wollte es dir ja erzählen. Ich wusste nur nicht wie. Ich liebe dich sehr, Großmutter. Bitte, das musst du mir unbedingt glauben. Aber es ist so viel passiert. Wieder betrachtete sie angestrengt ihre Hände. An ihnen schien absolut nichts Ungewöhnliches zu sein. Als sie ihren Blick erneut erhob, war er fester als je zuvor. Ich habe das Gefühl, dass ich mich noch gar nicht richtig kenne. Und hier werde ich das nie herausfinden. Ich will auch nach Gareth und lernen, wer ich bin und was ich will. Außerdem, Aurea ist meine Freundin und Zwerge kommen nicht so gut mit plötzlichen Veränderungen zurecht. Sie sind so stur. Ich kann und ich will sie nicht allein lassen. Irgendetwas schien in den Augen ihrer Großmutter aufzuleuchten. Manja konnte es nicht wirklich erkennen, aber kurz darauf umspielte ein kleines Lächeln das faltige Gesicht. Ich habe schon lange geahnt, dass du dich bald auf den Weg machen wirst. Deshalb habe ich eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Mit einem Ächzen schob Großmutter Corvora den Schemel zurück und ging zu dem kleinen Bündel hinüber, das Vanya gesehen hatte. Als sie es kurz darauf ihr in die Hand drückte, fand diese einen dicken Reiseumhang, einen Tuchbeutel mit allerlei Kräutern, Verbänden und ein wenig Proviant, sowie einen kleineren Beutel mit wenigen ersparten Münzen vor sich auf dem Tisch wieder. Vanya spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Das hast du alles für mich? Glaubst du, ich ziehe in meinen alten Tagen nochmal die Straße entlang? Vor der Tür steht außerdem mein Wanderstab für dich. Ich werde dich nicht aufhalten. Ich werde dich lieber unterstützen. Ich kann dir nicht viel mitgeben, außer diesen Dingen und dem Rat einer alten Frau. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Ich werde schreiben. Ich verspreche es. Und wenn ich eine Lehre oder so gefunden habe, schicke ich dir Geld. Ich liebe dich so sehr, Großmutter. Ich habe dich auch lieb, Klariner Vogel. Aber jetzt hör mir einen Moment zu, damit ich dir sagen kann, was meine Mutter mir damals mit auf den Weg gegeben hat. Du bist eine starke junge Frau. Daran zweifle ich nicht und daran solltest du niemals zweifeln. Meine Mutter sagte mir damals, wenn ich einen Freund in der großen Welt suche oder mich frage, ob ich jemandem vertrauen kann, solle ich beobachten, wie er mit den Tieren umgeht. Wer eine enge Bindung zu einem Tier pflegt, besitzt auf seine eigene Art ein reines Herz. Es kann sein, dass sich auf deinem Weg das eine oder andere Hindernis auftut. Zögere nicht. Es gibt keine Herausforderung, die nicht mit ein wenig Schweiß, einem starken Willen
und etwas Spucke zu beseitigen ist. Dir mag manche Wunde begegnen in dieser Welt. Manche können durch deine Hand, andere durch deine Worte und wieder andere durch einen Kuss oder eine Zärtlichkeit geheilt werden. Gib Acht, wem du was zuteil werden lässt. Die Gier ist nicht nur ein Laster der Zwerge. Sobald du weißt, was ein Wesen begehrt, hast du es in der Hand. Nutze dieses Wissen weise. Und zum Schluss, egal wie dunkel die Welt um dich herum scheint, oft reicht ein Freund oder ein heller Gedanke, um Licht erscheinen zu lassen, wo zuvor keines war. Merke dir diese Worte gut. Sie werden dir ein Wegweiser sein, wenn du sie brauchst. Achte darauf, wie Menschen mit Tieren umgehen. Jedes Hindernis kann bezwungen werden, wenn man es will und sich anstrengt. Wunden heilen auf verschiedene Arten. Geh ist eine gefährliche Sache und Freunde bringen Licht ins Dunkel. So in etwa. Lass dich nie entmutigen, Kind. Vielleicht mag es dir manchmal so vorkommen, dass du vollkommen alleine bist und niemand dich versteht. Aber ich sage dir, es wird immer Frauen wie uns geben. Und jetzt ist dein Frühstück. Und dann hilfst du mir noch einmal mit den Vögeln und dann geh mit deiner Freundin. Meinen Segen habt ihr. Der Rest des Morgens verging beinahe wie ein Traum. Wie eine Schlafwandlerin vollführte Vanya ihre Aufgaben. Ungläubig, dass sie diese nun für eine lange Zeit nicht mehr tun würde. Als ihr neues Bündel und den Umhang schlussendlich über sich warf, schnürte es ihr die Kehle zu. Ihre Großmutter drückte Vanya lange und innig und winkte ihr hinterher, bis sie kaum noch zu sehen war. Bis bald, kleine Vanya. Ich werde immer ein Auge auf dich haben. Und wenn wir uns wiedersehen, werden wir so viel mehr zu bereden haben. Der Segen der Mutter mit dir. Ihr Segen auf deinen Wegen. Vanyas Herz klopfte immer noch wie verrückt und sie spürte die kribbelnde Aufregung in ihrem ganzen Körper, als sie wenig später den Hof des Tempels betrat, um nach Ektor und Aurea zu sehen. Sie hörte das Schnattern der Gänse und sah sich suchend um. Aurea! Ektor! Hallo? Ist jemand hier? Sie hätte schwören können, dass sich im Heuhaufen etwas bewegt hatte. Lugten da etwa zwei Stiefel unter einem Büschel hervor? Noch bevor sie sich die Sache näher ansehen konnte, rauschte Ektor heran, eines der Gänseküken auf dem Arm. Hier drüben! Ah, Ektor! Oh, wie süß! Aua! Hey, hey, ja, ist das nicht wahr? Ich nenne sie Zwicky. Was meinst du? Süß ausgebüxt. Aurea, du kannst rauskommen. Es ist Vanya. Vanya, oh, wir haben schon auf dich gewartet. Euer Uhu war schon lange vor dir hier. Das Frühstück hast du jetzt leider auch verpasst. Ist irgendetwas passiert? Ach, hier hat er gesteckt. Ich habe mich schon gefragt, wo er ist. Ob etwas passiert ist. Oh, Aurea, du ahnst ja nicht, was passiert ist. Ich habe heute mit meiner Großmutter gesprochen. Und sie hat nichts dagegen, dass ich dich begleite. Schau nur, was für einen wundervollen Mantel sie für mich gemacht hat. Aufgeregt drehte Vanya sich im Kreis, wodurch es aussah, als würde der Mantel wie Vogelflügel um sie herumflattern. Dann blieb sie stehen und ergriff Aureas Hände. Hörst du, Aurea? Ich werde dich begleiten. Das ist großartig. Ich wäre zwar so oder so losgezogen, aber es ist schön, diesen Weg nicht alleine gehen zu müssen. Ich bin so froh, dass du mich begleiten wirst. Sie ließ Vanya einen Augenblick los und wandte sich zu Ektor. Wenn Vanya mich begleiten wird, dann musst du dir keine Sorgen machen, Ektor. Zusammen kann uns so schnell nichts passieren. Und ich bin mir sicher, dass du für uns beten wirst.
Ektors Augen blickten zwischen den beiden freudestrahlenden Frauen, seinen besten Freunden, hin und her. Vanya wollte Aurea also begleiten. Und damit wohl auch diesen Ritter. Wenn er daran dachte, wie sie den Adligen angehimmelt hatte, breitete sich ein mehr als unangenehmes Ziehen in seinen Eingeweiden aus. Das schmeckte ihm alles gar nicht. Zuerst blickte er etwas traurig zwischen den Mädchen und dem Eingang der Kapelle hin und her, streichelte dann noch einmal Zwicky und ließ das kleine Küken auf dem Boden frei. Es hopste wild umher und schmiegte sich dann an seinen Stiefel. Er seufzte laut auf, straffte die Schultern und traf die folgenschwerste Entscheidung seines Lebens. Es war die Aufgabe eines Geweihten, auf Menschen aufzupassen. Und gerade Travia gebot es, diejenigen, die einem am nächsten stehen, durch schlimme Zeiten zu geleiten. Er hatte sich und der Göttin geschworen, auf die Seelen seiner Liebsten aufzupassen. Bei seinem Schwur hatte er dabei zwar an seine Eltern gedacht und vielleicht noch an Patras, aber jetzt war ihm klar, Aurea und besonders Vanya brauchten ihn und vor allem den Beistand der Göttin. Seinen Beistand. Auch wenn er Erlenruh nie verlassen wollte, er würde diesen Weg gehen. Würde für seine Freundinnen, würde für Vanya das aufgeben, was ihm Sicherheit und Geborgenheit bot. Wie hatte Patras einmal gepredigt? Das Herdfeuer der Göttin ist da, wo das Herz für sie brennt. Heimat ist nicht immer dort, wo man sie vermutet. Ohne Vanya und ohne Aurea würde Erlenruh sich für ihn nicht mehr so anfühlen wie bisher. Er würde sich Zeit seines Lebens Vorwürfe machen, sie allein gelassen zu haben. Auch wenn es bisher seine Aufgabe gewesen war, auf Patras zu achten. Ektor wusste, die Göttin wollte, dass er mit seinen Freundinnen zieht. Er blickte noch einmal tief in die Vanyas Augen und dann platzte es aus ihm heraus. Aber es steht mir bei. Und ich werde auch mitkommen. Was? Nun, während der Reise kann ich viel besser auf euer Seelenheil achten. Und jeder Ritter braucht doch einen Kaplan. Für einen klitzekleinen Augenblick schien die Zeit langsamer zu fließen. Und alle Geräusche waren gedämpft, während Vanya und Aurea ihren Freund mit großen Augen ansahen. Vor allem Aurea hatte nicht damit gerechnet, dass er sich ihnen anschließen würde. Er war doch von ihnen allen am tiefsten in Erlenruh verwurzelt. Ein sachter Windhauch erhob sich, wehte Aurea ein paar Haarsträhnen ins Gesicht, spielte mit dem Mantelsaum von Vanya und trieb dann eine Gänsedaune aus dem Gefieder der kleinen Babygans, die immer noch um Ektors Aufmerksamkeit buhlte, vor sich her, wirbelte sie hoch in die Luft und wie eine Brosche blieb sie dann auf dem Kragen von Ektors Gewand kleben. Aurea streckte die Hand danach aus und hielt sie Ektor entgegen. Ich verstehe mich auf diese Dinge nicht so gut wie du, aber man könnte das als Zeichen einer Göttin sehen, die dir zustimmt. Vielleicht solltest du diese Feder gut verwahren. Ektor nahm die Feder entgegen und ließ sie durch die Finger gleiten. Ein Zeichen? Vielleicht. Wer mochte das schon so genau sagen? Ektor hoffte nur, dass man ihn im Dorf dann auch willkommen heißen würde und dass Travia wirklich mit ihm war. Er bückte sich und nahm die Babygans wieder auf die Arme und blickte sie an. Weißt du, Zwicky, du musst jetzt ohne mich auskommen. Aurea und Vanya brauchen mich. Verstehst du das? Och, schau mich nicht so an. Mein Entschluss steht fest. Meine Güte, Ektor! So entschlossen kenne ich dich gar nicht. Dann ist es beschlossen. Wir drei werden gehen. Wir sollten unsere Vorbereitung schnell treffen. Wer weiß, wie lange der Ritter noch hier ist. Kann ich euch bei irgendetwas behilflich sein? Und Ektor, vielleicht kann Zwicky uns ja begleiten. Naja, weißt du, du passt auf Aurea auf und auf mich und irgendwer muss ja nun auch auf dich aufpassen. Und irgendwer muss dich ja auch zwischendurch zwicken. Ich
Ich muss noch mit Patras sprechen und mich von meinen Eltern verabschieden. Zumindest würde ich das gern. Und was Zwicky angeht, ich glaube, sie ist noch etwas klein, meinst du nicht? Zwicky ist wirklich noch ein bisschen zu klein für sein Abenteuer. Ich habe meinen Eltern einen Brief geschrieben, da sie heute Morgen schon auf der Suche nach mir hier waren und zumindest Mama ziemlich aufgelöst war. So wissen sie dann immerhin, dass mir kein Unglück zugestoßen ist. Ich muss nur noch schauen, wie ich dafür sorgen kann, dass sie den Brief erst finden, wenn ich schon ein gutes Stück weg bin. Ich werde wohl das kleinste Gepäck von uns drei haben. Seit wir uns im Wald getroffen haben, bin ich nicht mehr zu Hause gewesen und konnte auch nichts packen. Zumindest habe ich die festen Stiefel schon an. Wir werden schon eine Art Boten finden auf unserem Weg, der deinen Brief abgeben kann. Weißt du, Aurea, wir haben da noch einige der alten Kleider von dir, die ihr zum Fest damals als Spende abgegeben habt, für die Bedürftigen. Wir sind ja noch nicht dazu gekommen, sie wegzuschicken nach Tiefhusen. Da hier in Erlenruh ja keine anderen Zwerge leben, haben wir sie verwahrt, weißt du? Wenn sie dir nicht allzu oll sind, kannst du ja welche davon nehmen. Dann musst du auch nicht mehr heim. Das klingt doch gut. Ich mochte das grüne Kleid, was du damals aussortiert hast, eh. Ja, ja, ich weiß, du magst es nicht, aber hey, vielleicht ist das auch ein Zeichen. Aber nun los, wie schon gesagt, wir sollten uns ranhalten. Wenn deine Eltern wirklich nach dir suchen, werden sie nicht so schnell aufgeben. Und das heißt, sie könnten jederzeit wieder hier vorbeikommen. Die drei Freunde streckten noch eine Weile die Köpfe zusammen und planten ihre Reise. Was musste man mitnehmen? Was sollte man überhaupt mitnehmen? Und vieles mehr. Während Vanya und Aurea sich schon sehr freuten und planten, fühlte Hector die Last zweier anstrengender Gespräche auf sich zukommen. Das erste Gespräch, welches er führen wollte, war mit Patras. Hector fand seinen Mentor auf einer kleinen Bank sitzend in der Nähe der Gänse. Der Uhu von Vanyas Großmutter saß über ihm auf einem Ast und schien ihn genau zu beobachten. Patras hatte einen seltsamen, fast schon wissenden Ausdruck in den Augen, als Hector sich ihm näherte und ihn ansprach. Meister Patras, also, ich muss mit euch reden. Was gibt es denn, Hector? Oh, du hast das Küken gefunden. Sehr gut. Wir sollten das Loch im Zaun schnellstmöglichst flicken, bevor es noch einmal ausbüchst. Ja, aber das ist nicht das, was ich mit euch besprechen wollte. Nun stammel mal nicht so vor dich hin, wie ein nach Luft schnappender Fisch. Raus mit der Sprache. Was ist los? Vanya und Aurea wollen das Dorf verlassen. Sie planen, mit dem Ritter mitzuziehen. Und ich weiß, dass mein Platz hier bei der Göttin ist. Aber mein Herz spricht eine andere Sprache. Es pocht mir bis zum Hals beim Gedanken daran, sie gehen zu lassen. Allein. In der Fremde mit diesem komischen Ritter. Sie sind so entschlossen zu gehen, Meister Patras. Das Fieber des Aves hat sie gepackt und scheint in ihnen zu brennen wie die Feuer beim Frühlingsfest. Aber ich will sie nicht verlieren. Sie bedeuten Heimat für mich. Ohne sie, ich weiß nicht, ob ich damit leben kann, ohne sie zu sein und mir ständig Sorgen machen zu müssen, wie es ihnen geht. Ja, so etwas in der Art habe ich mir schon gedacht. Weißt du, Hector, als Vanya mich gestern so auffällig nach meinen Wanderschaften ausgefragt hat, da kam mir der Gedanke, was geschehen würde, wenn sie eines Tages das Dorf verlässt. Was du dann machen würdest. Wieso wusstet ihr, dass ihr Gehen etwas mit mir zu tun hat? Ach, Hector, ich bin doch nicht blind. Alt vielleicht, ja. Aber wenn ich etwas erkennen kann, dann ist es ehrliche Zuneigung. Ja, ich mag sie wirklich, glaube ich.
Sie geht mir nicht aus dem Kopf. Und doch scheint sie mich nicht so zu sehen, wie ich sie sehe. Ich weiß nicht. Ich bin schlecht in diesen Dingen, Meister Patras. Ach, weißt du, Hector. Die Götter machen es uns nicht leicht. Die Herrin lehrt uns, dass zwei Menschen manchmal füreinander bestimmt sind. Aber sie sagt uns nicht, woran wir das nun genau erkennen können. Manchmal warten wir ein Leben lang auf den richtigen Augenblick, auf ein Zeichen oder einen Fingerzeig, leben vor uns hin und vergessen, dass die Herrin es gut mit uns meint. Wir werden blind für die guten Dinge aus Gram, weil wir nicht mutig genug waren, unser Schicksal in eigene Hände zu nehmen. Und doch führen uns die Götter immer wieder auf den rechten Weg zurück. Nur dauert es manchmal etwas länger, bis wir den Weg auch als solchen erkennen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Patras blickte bedeutungsschwer zu dem Uhu auf, der immer noch auf dem Ast über ihm saß und nun zu nicken schien. Ihr meint, ich soll sie ganz offen fragen? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Was ist, wenn sie Nein sagt? Sie himmelt diesen Ritter an. Sie steht wohl auf eine andere Art Mann, als ich es bin. Und sie hegt einen Groll gegen die Götter, seit Golgari ihre Eltern geholt hat. Und ich erinnere sie wohl an all das Leid. Wie soll ich denn dagegen ankommen? Weißt du, niemand hat gesagt, dass es einfach ist, Hector. Du findest einen Weg, wenn die Götter es wollen. Du bist ein guter Junge. Hab Vertrauen in die Götter. Da ist diese dunkle Seite an ihr. Sie macht mir Angst und fasziniert mich zugleich. Meister, ich fürchte, dass, wenn sie allein ist, dieser dunklen Seite verfallen könnte. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich muss ihre Seele beschützen. Ja, so gebietet es uns die Herrin. Gut, Hector, gut. Langsam erhob sich der alte Geweihte von der Bank. Man hörte ein leichtes Knacken seiner Glieder, als er sich in Bewegung setzte und in den Tempel trat. Hector folgte ihm. Also, ich setze dir ein Sendschreiben auf, das dich als wandernden Novizen der Herrin Travia auszeichnet, auf dass es dir Türen und Tore der Gastfreundschaft öffnen möge. Die Herrin lehrt uns, gastfreundlich zu sein und Fremde am Herdfeuer zu empfangen, wer auch immer sie sind. Hiermit bestimme ich als dein Mentor, dass du, Hector Tannhaus, lernen sollst, wie es ist, als Gast empfangen zu werden. Und das kannst du nur lernen, wenn du in die Fremde ziehst. Also, lass dieses Schreiben von 12 Geweihten an verschiedenen Schreinen der 12 unterzeichnen, um zu beweisen, dass dir Gastfreundschaft zuteil wurde. Kehre anschließend heim mit dem Schreiben und der Gewissheit, was zwischen dir und Vanya wirklich ist. Dann werde ich dir hier die Weihen zuteil werden lassen ob deiner Leistung. Dies soll deine Abschlussaufgabe für mich und die Herrin Travia sein. Und Hector, halte dich an Aurea. Sie wird schon auf euch beide aufpassen. Patras lachte auf und Hector musste aus irgendeinem Grund mitlachen, als die beiden von draußen auf einmal ein wildes Schuhu und Flügelschlagen des Uhus hörten. Was geht da vor? Er hastete den Brief für Hector auf dem Sekretär zurücklassend zur Tür
und sah den alten Uhu zeternd durch die Luft davonfliegen. Mit sorgenvoller Miene wandte er sich wieder zu Ektor. Die Herrin Travia ist mit dir, Ektor. Geh und nimm mit, was du gebrauchen kannst. Ich muss mich da, denke ich, um eine andere Sache noch kümmern. Er umarmte Ektor noch einmal, griff dann nach seinem Gehstock und noch bevor der junge Travia-Novize ihm danken konnte, war er so schnell, wie Ektor ihn lange nicht mehr hatte gehen sehen, aus der Tür verschwunden. Nach diesem seltsam aufwühlenden und zugleich beruhigenden wie beunruhigenden Gespräch standen Ektor die Tränen in den Augen. Er hatte nun den offiziellen Segen der Herrin und den seines Mentors. Und die Reise mit Vanya und Aurea würde seine Weihaufgabe sein. Er konnte es nicht fassen. Verwirrt und doch irgendwie beschwingt begab er sich zu seinen Eltern, um sich von ihnen zu verabschieden und ihnen Neuigkeiten zu erzählen. Sie reagierten zuerst verstört, dann neugierig und sorgenvoll. Die Aufgabe, die Patras ihm zuteil hatte werden lassen, gab aber den Ausschlag dafür, dass sie schnell akzeptierten, dass ihr Sohn Erlenruh verlassen würde. Es beruhigte sie sehr, dass Ektor nicht allein ging und mit Vanya und Aurea und nicht zuletzt diesem ehrenvollen Ritter Leovin anständige Begleitung hatte. Was er aber nicht verhindern konnte, war, dass er ein riesiges Essbündel mitbekam, sowie die Lieblingsplätzchen von Aurea und Vanya. Er packte alles ein und nahm mit, was er für geeignet hielt. So war er bereit, seine Freunde zu treffen. Vanya und Aurea hatten zunächst tatsächlich in den alten, gespendeten Zwergenkleidern gestöbert und Aurea ein kleines Reisebündel geschnürt. Danach hatten sie am Tempel lange auf Ektor gewartet, als dieser sich noch von seinen Eltern verabschieden wollte. Er hatte immer etwas von seiner Aufgabe gefaselt und war schnell an ihnen vorbeigehastet. Kurz nachdem auch Patras wie ein von der Jagdgesellschaft gehetzter Eber hinaus auf die Straße geeilt war. Immer auf der Hut davor, dass Aureas Eltern noch einmal auf der Suche nach ihrer Tochter vorbeikommen könnten, entschlossen sich die Mädchen dazu, auf Ektors Rückkehr zu warten. Als dann der Travia-Novize nach einiger Zeit vollgepackt von seinen Eltern zurückkehrte, machten sich die drei ungleichen Freunde auf den Weg zur Taverne. Ektor war seltsam still und wirkte sehr nachdenklich. Was ist los, Ektor? Erzähl, wie haben es deine Eltern und Patras aufgenommen? Ja, Ektor, was haben sie gesagt? Deinem Gesicht nach zu urteilen, ist es nicht so gut gelaufen. Willst du lieber hier bleiben? Nein, nein, alles gut. Ich fühle mich nur etwas komisch. Ich habe Erlenruh noch nie wirklich verlassen. Und jetzt geht alles so schnell. Unsere Reise ist übrigens meine Weiheaufgabe. Patras meint, ich soll mit euch reisen als geistlicher Aufpasser. Und wenn ich zurückkehre und ein paar Aufgaben erledigt habe, dann wird er mich zum Geweihten machen. Das klingt wirklich toll. Ja, schon. Aber ich weiß ja noch nicht, ob ich überhaupt wiederkomme. Wir wissen doch gar nichts Genaues über diese Reise von dem Ritter. Das Ungewisse macht mir irgendwie Angst. Ach Quatsch! Wir reisen doch mit Leovin von Elsternberge! Was soll uns da schon passieren? Sein starker Schwertarm wird uns im Ernstfall beschützen! Oder Aurea? Und wenn nicht er, dann mach ich das. Keine Sorge, Ektor. Hey, sieh's mal so, wir drei zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mal in ein Abenteuer ziehen. Gemeinsam. Meint ihr, Herr von Elsternberge zieht mit uns nach Gareth? Vielleicht. Ach komm schon, Ektor. Jetzt lächel doch mal. Hey, immerhin bin ich jetzt deine Weiheaufgabe. Und Aurea auch. Und du musst auf mich aufpassen, oder? Und wenn ich jetzt etwas schneller laufe, dann... Sie begann schneller zu laufen und wandte sich immer wieder auffordernd zu Ektor um. Dieser blickte verzweifelt in Aureas Gesicht.
aber diese zuckte auch nur mit den Achseln und begann dann ebenfalls schneller zu laufen. Ah, meine Herrin Travia, ihr seid ja schlimmer wie eine Horde. Gänse, jetzt wartet auf mich. Als Vanya den kleinen Pfad hinunter zum Dorf gegangen und aus den Augen ihrer Großmutter verschwunden war, drehte sich die alte Frau wieder zurück zur Wohnstube. Langsam räumte sie die letzten Becher und Schüsseln beiseite und rümpfte dann die große Nase. Sie schien sich im Raum umzusehen. Ihre Augen wurden groß, als sie scheinbar ins Nichts blickte und ihre Augen einen milchigen Glanz annahmen. Sie umrundete den Tisch und hob einige Kräuter vom Regal auf, warf sie in den Suppenkessel, in dem immer noch ein Rest der Hafersuppe vom Frühstück über dem Feuer köchelte. Ein lautes Puffen entstand und die milchige Flüssigkeit klärte sich auf. Sie begann in vielen bunten Farben zu schimmern, während sich die alte Frau über den Kessel beugte. Lange hatte sie das nicht mehr gemacht und sie war sich auch nicht ganz sicher, ob sie sich noch richtig erinnerte. Aber ihre Sorge, dass etwas an ihrer Entscheidung und der Situation nicht in Ordnung war, quoll in ihr hoch und schien das Blubbern der nun flirrenden Flüssigkeit zu verstärken. Zeig dich! Wir werden nicht gern beobachtet, ohne es zu wissen. Sie strich mit der flachen Hand über die Oberfläche der Flüssigkeit. Die Farben veränderten sich noch einmal, und als Corvora sah, was sich in den Farben spiegelte, wankte sie einige Schritte zurück. Es war ein riesiges Auge, was sie aus dem Kessel anblickte. Ist das so, alte Frau? Ich sehe, was ich will, und du entscheidest nicht über meine Geschicke. Da! Was bist du? Lass uns in Ruhe! Was willst du von mir? Ruhe? Ruhe hattet ihr genug. Nun ist die Zeit, euch zu beweisen. Von dir will ich nichts, altes Weib. Du hast dein Leben gelebt. Deine Saat jedoch, die du weggeschickt hast, wurde ausgewählt zu entscheiden. Entscheiden worüber? Lass sie! Ich flehe dich an. Sie ist ein gutes Kind. Lass sie gehen. Wer bist du, mich um etwas zu bitten? Belästigst du mich noch einmal, so wirst du die Konsequenzen spüren. Ob sie gut oder schlecht ist, wird sich zeigen. Und wage es ja nicht, deine Brut zu warnen, denn das werde ich nicht dulden. Mischst du dich ein, wird das Konsequenzen haben. Vanya entscheidet, ob ihr leben dürft, aus freien Stücken. Mit einem Knall schien der Kessel zu explodieren und heiße Flüssigkeit spritzte durch den ganzen Raum und versenkte den zum Schutz erhobenen Arm der alten Frau. Keuchend sank sie auf die Knie. Vanya, was hast du nur getan, um die Aufmerksamkeit einer solchen Macht auf dich zu ziehen? Sie wollte aufstehen und Vanya hinterher eilen. Was auch immer das war, was aus dem Kessel zu ihr gesprochen hatte, es würde Vanya beobachten. Und sie würde nichts tun können, um ihre Enkeltochter davor zu warnen. Rasch rappelte sie sich auf. Auch wenn sie Vanya nichts sagen dürfte, Patras musste davon wissen. Sie wollte nach dem alten Stab greifen, der immer neben der Tür gestanden hatte, aber Vanya hatte den ja nun. Ruheil! Schnell! Komm, ich muss dir eine Nachricht für Patras geben. Komm, schnell! Es geht um Leben und... Und in diesem Moment merkte Corvora, dass ihre Lippen zusammengewachsen waren und sie kein Wort mehr hervorbringen konnte. Mischst du dich ein, wird das Konsequenzen haben. Diese Worte hallten laut im Kopf der alten Frau. Doch niemand konnte ihr Rufen mehr hören.